Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Absurdistan TV freut sich, Sie auch in diesem Jahr wieder zum großen Absurdistan-Jahresrückblick begrüßen zu dürfen. Und da ist es, unser ehrwürdiges Zentralkomitee von Absurdistan. Vereint in all seinem Glanz und seiner Herrlichkeit. Wie immer frenetisch gefeiert vom glücklichen Volk von Absurdistan. Die Eröffnungsansprache hält unsere allseits geschätzte und gefeierte absurdistanische Vordenkerin Angela Merkel. Die Lage hat sich, seitdem wir Verantwortung tragen, dramatisch verändert. Über 30 Milliarden Neuverschuldung im Haushalt, 5 Millionen Arbeitslose, Stillstand auf vielen Bereichen, meine Damen und Herren, dafür stehen wir ein. Und deshalb haben wir ja gesagt, mehr Netto vom Brutto. Und genau das wird es mit uns nicht geben, liebe Freunde. Denn Pump, Schulden für die Zukunft, das ist unser Angebot und das ist unser Kurs. Und, liebe Freunde, als Bundeskanzlerin sage ich, versprochen, gebrochen, das muss unser Motto sein, liebe Freunde. Immer haben wir die Weichen so gestellt, dass die Stärkeren unsere Gesellschaft verlassen und wir mit den Schwächeren in unserem Land bleiben. So wird aus einer Idee, für die man beharrlich eintritt, etwas, wofür man in die Geschichte eingeht, meine Damen und Herren. Und so müssen wir heute wieder an. Ja, jeder Quadratzentimeter an ihr ist geballter Humor. Und sie kann sich wunderbar selbst auf die Schippe nehmen. Das macht sie so sympathisch. Wir danken dir mit einem Dankmaterialfach. Hello! 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 Ein strahlendes Jahr liegt hinter Absurdistan. Und das, obwohl unsere Kritiker uns die abstrusesten Katastrophen prognostiziert haben. Fünf meist erwarteten Katastrophen 2009, die noch immer auf sich warten lassen. Erstens, der Untergang der Welt. Zweitens, Atomraketen made in Iran. Drittens, die Überalterung der Gesellschaft. Viertens, eine Regierungsbeteiligung der Linken auf Bundesebene. Und die meist erwartete Katastrophe, die immer noch auf sich warten lässt, die globale Erwärmung. Natürlich ist nichts davon eingetreten, aber wir arbeiten dran. Ein weiteres Paradebeispiel für die Zusammenarbeit der absurdistanischen Teilregionen wäre die Arbeitsgemeinschaft deutsch-italienischer Autobauer geworden. Opel bei Fiat. Beinahe eine Erfolgsgeschichte. Ruckzuck wären die Produktionskosten halbiert worden. Außerdem, italienische Autoverkäufer sind die überzeugendsten der Welt. Eine Probefahrt mit denen hat noch jeden überzeugt. Bei italienischen Rückrufaktionen hätte sich der Besitzer um nichts kümmern müssen. Und mit dem neuen Firmennamen wären ganz neue Kundenschichten angesprochen worden. Deutsche Präzision hätte sich mit italienischem Fleiß verbunden. In ihrer grenzenlosen Weisheit verzichteten unsere Staatenlenker allerdings auf diese Kooperation. Denn durch den Verbleib von Opel bei GM kann nächstes Jahr der CO2-Ausstoß von Tausenden von Automobilen verhindert werden. Ein großer Sieg für den Klimaschutz. Was die Opelaner noch vor sich haben, hat unser ehemaliges Zentralratsmitglied Georg W. Busch bereits hinter sich. Er wurde Anfang des Jahres dem freien Arbeitsmarkt zugeführt und hat diese Chance gleich mehrfach genutzt. Die drei besten Jobs, die Georg W. Busch angefangen hat, seitdem er nicht mehr Präsident ist. Platz 3, Flugbegleiterin. Platz 2, Physiotherapeut. Und Platz 1, Chefanimateur auf dem Traumaschiff.
Ja, hallo, guten Morgen. 9 Uhr. Poolgymnastik. Bitte die Badekappen nicht vergessen. 11 Uhr, Batik. Ich bin euer Chefanimateur, David Junior. Wenn Sie bitte so freundlich wären, weil es eine deutsche Sendung ist. Ich bitte Sie bei allem Verständnis dafür, aber so wie es in den USA üblich ist, dass man dort selbstverständlich Englisch spricht, so ist es in Deutschland üblich, dass wir Deutsch sprechen. Ja, das schließt auch die Eigennamen ein. Ja, Herr Busch. Der Nachfolger von Georg W. Busch als Verwalter der absurdistanischen Provinz Amerika wurde... Barack Obama! Und der konnte sofort punkten. Die drei größten Erfolge von Barack Obama. Erstens, der Verkauf von Guantanamo ans deutsche Prekariats-TV für neue spektakuläre Dschungelprüfungen. Die ehemaligen Insassen befinden sich bereits zu Umschulungsmaßnahmen in Erfurt. Zweitens, die Ehrung mit der höchsten Auszeichnung Absurdistans. Dem Bundesschützenabzeichen in Silber als Schützenkönig von Kabul. Und sein größter Erfolg? Er hat die Malediven und Tuvalu vor der Überflutung gerettet. Mit 50 eigenhändig befüllten Sandsäcken voller Muttererde aus dem Garten des Weißen Hauses. Leider kann unser freudenspendender und segensreicher Provinzdirektor Silvio Berlusconi dieses Jahr nicht persönlich an den Feierlichkeiten teilnehmen. Bei dem Versuch, wieder einmal alles aus sich herauszuholen, kam es zu einem folgenschweren Arbeitsunfall. Er ließ allerdings verlautbaren, dass durch die gute Pflege seiner Krankenschwestern die Schmerzen so gut wie weggeblasen seien. Wir wünschen gute Besserung. Thema Volksgesundheit. Im April versuchten uns unsere Gegner mit dem Schreckgespenst der Schweinegrippe in Angst und Schrecken zu versetzen. Angeblich hätte es wirklich jeden treffen können. Auch die größten Tiere. Aber dank einfacher Tipps unserer gesundheitspolitischen Vordenkerin ging alles an uns gefahrlos vorüber. Die besten Tipps gegen die Schweinegrippe. Erstens, tragen Sie Schutzkleidung. Zweitens, geben Sie nicht jedem die Hand. Drittens, tragen Sie bei der Arbeit am besten eine Maske. Und am wichtigsten, waschen Sie sich häufig und überall die Hände. Am 25. Juni hielt ganz Absurdistan den Atem an, als der Tod eines Idols bekannt gegeben wurde. Das ganze Land trauerte um den charismatischen, genialen Tänzer, Sänger und Kinderfreund Kim Jong-il. Gott sei Dank eine Falschmeldung. Wie bereits im Januar, März, April, Mai und auch im Juli. Der Spätsommer stand in vielen Teilen Absurdistans ganz im Zeichen der Wahl. Ob in dem Bezirk Deutschland, der Provinz Iran oder der Region Afghanistan, überall strömten die Menschen zu den Urnen. Um die Nerven der Wähler zu schonen, standen die Gewinner natürlich überall schon vorher fest. Die Anschuldigungen einiger Gegner, nicht alle Wahlen seien korrekt abgelaufen, konnten überzeugend widerlegt werden. Dass gerade Mahmoud Ahmadinejad, der allseits bekannte Philanthrop, Humanist und Menschenfreund, angefeindet wurde, trifft besonders hart. Denn gerade die Wahl im Iran gilt in Absurdistan als leuchtendes Vorbild.
Warum bei der Iran-Wahl alles korrekt ablief. Erstens, nur wer anhand seines Passes eindeutig identifiziert werden konnte, bekam einen Wahlzettel und durfte abstimmen. Zweitens wurde Wahlbetrug durch mehrfache Stimmabgabe verhindert, denn jeder Wähler musste einen Fingerabdruck abgeben. Ein todsicheres System, an dem sich andere Demokratien ein Beispiel nehmen könnten. Und drittens wurde natürlich alles von einer unabhängigen Wahlkommission mit Argusaugen überwacht. Im Herbst überraschte unsere absurdistanische Spieleindustrie die lieben Kleinen mit den tollkühnsten Spiele-Highlights. Besonders beliebt war auch dieses Jahr ein elektronisches Lernspiel, die kriegsähnliche Zustandssimulation. Wir haben uns erstmal eine kurze Pause gegönnt. Aber jetzt sind wir zurück. Discounter Strike, der billigste Ego-Shooter aller Zeiten. Blas deinen Gegnern mal tüchtig den Marsch. Mit drei billigen neuen Waffen. Kämpfe gegen zwei neue Gegner. Die Frontsau und der Taliban-Weihnachtsmann. Überstehe eine neue Mission. Das alles für nur 2,99 Euro. Ein Spiel für Jung und Jünger. Wir freuen uns übrigens, Ihnen mitteilen zu können, dass sich unser großer Vordenker Silvio Berlusconi bereits auf dem Weg der Besserung befindet. Und im harten Politikeralltag schon wieder seinen Mann steht. Ein leuchtendes Vorbild für uns alle. Dezember. Wer hätte vorher gedacht, dass der unlängst ausgetragene Klimagipfel ein solcher Erfolg würde? Bereits kurz nach dem Treffen fielen die Temperaturen weit unter den Gefrierpunkt. Aber das ist uns noch nicht genug. Absurdistan will mehr. Die absurdistanischen Lösungen gegen die globale Erwärmung. Erstens. Russland hat sich wieder bereit erklärt, der Ukraine auch im kommenden Jahr das Gas abzudrehen. Zweitens, Libyen will in Zukunft noch cooler auftreten. Drittens, Absurdistan sattelt um auf CO2-emissionsarme Dienstwagen. Viertens, in der Region Georgien fliegen die Kühlschränke raus. Es gibt leckere Alternativen zum Tiefkühlgericht. Mahlzeit. Und Deutschland will weiter die soziale Kälte fördern. So, das sollte reichen, oder? So, mein lieber Guido, hier ist Deutschland. Mhm. Hm? Und warte, jetzt zeige ich dir mal Tuvalu. Moment. Ah ja. Na, gerade eben war's noch da. Hm. Wurde schon abgesoffen. Egal, ich wollte nächstes Jahr eh in die Berge. Absurdistan ist und bleibt ein cooles Land. Also haben Sie keine Angst vor der Zukunft, denn die beginnt schließlich erst morgen. Großes Absurdistan, du glorreiche Nation, auf in die Zukunft! Okay, habe ich alles richtig gemacht? Kann ich dann jetzt meine Familie wiedersehen?